Bei den galoppierenden Goombas, du bist ein Lebensretter, Mario. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, möchte ich dir ein kleines Geschenk überreichen. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, nimm das. Oh. Was für ein Glück, du kommst genau richtig. Schon wieder ein Gefallen, ja, okay. Oh, wie überaus freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute, ja, wie man... Ja, seit einiger Zeit schlafe ich ziemlich schlecht. Ich bitte gerne mein Schäfchen. Hab ich doch. Ja. Bei den Sternen, du bist ein regelrechter Held, Mario. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Süße Träume, ich komme. Nimm dieses kleine Dankeschön. Wieder eine Münze, aber... Das auch noch? Entschuldigung, jetzt habe ich leise gelesen. Nur Mitglieder haben Zutritt, deswegen ist der Eingang gut versteckt, aber du findest ihn sicher. Das hier ist eine Silberkarte, damit darfst du an einem Spiel im Casino teilnehmen. Als ich noch jung war, habe ich dort ein wahres Vermögen gemacht, aber jetzt bin ich den Trubel leid. Deswegen soll die Silberkarte nun dir gehören. Viel Glück, Scheffel, ordentlich Kohle. Gut. Erstmal genug. Irgendwann kommen wir hier sicher nochmal zurück. Das ist bestimmt ein Nebenauftrag. Und Betten, der hat auch Sternsplitter oder so ein Zeug. Haben die doch alle. Tschö. So. Einmal speichern. Hör mich an. Die Cooper-Brüder in der Festung haben uns zur harten Arbeit gezwungen. Die Flucht war gefährlich, aber ich bin froh, dass ich es gewagt habe. Ich könnte ruhiger schlafen, wenn ich wüsste, dass diese Kerle bestraft werden. Endlich, jetzt wo die Fussis fort sind, ist es so schön friedlich hier. Aber was nützt uns der Frieden, wenn unsere Freunde noch immer in der Festung gefangen sind? Bob Oms, ey. Ja, stimmt. Eigentlich will ich das da machen. Ich will was kaputt machen. Wir sollten aber jetzt wirklich mal... Das wollte ich ja schon die ganze Zeit machen. Ich will wieder süß träumen. Und hier ist schon wieder eine Wespe. Das ist doch unglaublich. Ah. Demnächst mache ich beim Let's Playen irgendwie das Fenster zu, aber ich brauche halt ein bisschen frische Luft. Ja, tatsächlich. Ja, wir haben gut geschlafen. Cooperheim. Mwahaha. Nein. So. War da nicht noch irgendwo was? Oder war das oben? Moment, das war hier irgendwo unten, ne? Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Boah, ich habe gesagt, ich habe keine Lust zu kämpfen. Das sage ich doch, hier war doch was. Wunderbar, ein Sternensplitter. Obwohl, komm her. Ja, oder so. Wer kommt zu spät? So, erstmal machst du einen normalen Sprung auf ihn hier. Dann ist der schon mal weg. Und dann machst du Powerstoß. So, Moment, wieso ist er jetzt stehen geblieben? Das gibt's doch nicht. Ach, verdammt. So,
zack. Der Kampf ging eigentlich recht schnell. So. Auf zur Festung. Ach so, das ist das Holzgerüst von unten. Mann, Mann, Mann. Boah, wie gemein, die haben mir eine Falle gestellt. So. So, jetzt kommt Mario. Ach verdammt, das war jetzt doof. Na egal. Dann haben wir eben noch eine Runde. Nur noch 4 Blütenpunkte. Ich verbrauche die Dinge einfach zu schnell. Und es hakt wieder wie Sau. Oh, guck mal. Oder wären wir da auch von unten dran gekommen? Ich bezweifle das. Nein, kein Sprung. Panzerstoß. Gut, wieder verteidigt. Ting, 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 ting. So, noch 12. Jetzt müssen wir uns schon langsam sorgen. Gedanken machen. Donnerblitz. Angriffskraft 5. Das ist schon mal äußerst gut. Was haben wir hier? Eintritt verboten, Mario. Gezeichnet. Genau. Ach, wir müssen. Wir brauchen ihn. Nein, verdammt, brauchen wir nicht. Das war jetzt sinnlos. Das Problem ist, jetzt brauchen wir ihn. Aber jetzt brauchen wir ihn. Denn ich habe keine Ahnung, was das für ein Gegner ist. Ach verdammt. Erstmal ihn vorschicken. Scanner. Das ist ein Para-Koopa. Dabei handelt es sich um normale Koopas mit Flügeln. Ja, Angriffskraft 1, Verteidigung 1, KP 4. Wenn du auf sie springst oder einen Powerblock einsetzt, fallen ihnen die Flügel ab. So werden sie zu völlig normalen Koopas. Das sind sie eigentlich ganz einfach zu besiegen. Los, spring auf sie. Sie glauben, sie seien cool, weil sie Sonnenbrand tragen, aber in Wirklichkeit sind sie nur schwach. Ja, nehmen wir einen normalen Sprung. Paff. Na okay, das reicht auch. Oh, doch nicht. Na okay. Schauen wir mal, ob das hilft. Ja. La 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 da 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 da. Puff. Puff. Und Tadadadim. Au, arme Sau.
So. Noch 8 Sternpunkte. Das ist praktisch. So. Oh Mann. Schon wieder so komische Grafikblitze. Ach so, ich hätte jetzt vielleicht. Mist. So. Puff. Puff. Und zack, weil die zwei mag ich auch nicht mehr sehen. Ja, noch 2 Sternpunkte. Komm schon. Was nehmen wir denn? KP, BP oder. So, und du machst jetzt schön deinen Powerstoß. Danach haben wir eh Level ab. Wunderbar. Das Coole ist, beim Level Up erhalten wir ja glücklicherweise erhalten wir ja glücklicherweise alles voll. So, jetzt haben wir Level Up. Ja, nehmen wir den. So. Ah, ach ja, genau. Ja, das Ding bringt's natürlich, weil ich gerade ein Level Up hatte. Oh. Große Stadt, Abwasserfluss. Und hier. Boah. Wow, Mario, was zum. Oh, was für ein Pech. Mario ist bereits hier. Ich muss dem Anführer sagen: Pomodoro. Pomodoro. Hier ist nichts mehr. Ja, für dieses Mal werde ich aber wahrscheinlich jetzt eine Aufnahmepause machen und speichern. Und dann würde ich sagen, alles klar und bis zum nächsten Mal. Tschö.